geht, Leute, willkommen bei einem neuen Video. Und heute sind wir wieder in Minecraft. Und Leute, wir haben seit 13 Tagen habe ich kein Minecraft hochgeladen. Es wird wieder Zeit. Das Problem ist, ich habe ja ein Format. In dem Format geht es darum, dass ich und Umut Minecraft durchspielen. Wir schaffen es aber jedes Mal nicht. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Und letztes Mal hat mir Umut gesagt, dass er keinen Bock mehr hat, mit mir Minecraft durchzuspielen. Also das war das letzte Mal. Ich versuche ihn mal jetzt ein bisschen zu überreden. Vielleicht können wir ja doch irgendwie spielen. Vielleicht hat er einen Server oder sowas. Mal gucken. Hallo. Ja. Umut, komm mal. Bevor du jetzt irgendetwas sagst. Ich weiß, du hast letztes Mal gesagt, wir spielen nicht mehr Minecraft durch. Aber wir müssen. Nein. Oder die Zuschauer wollen es. Ich will aber nicht. Die wollen es aber, Bruder. Es ist mir egal, was du denkst. Guck mal. Ich habe meine eigene Welt. Ich habe meine Sache gemacht. Mach deine Sache alleine. Ich bin raus. Ich soll alleine machen. Ja. Ja, ich komme aber auf deinen Server. Ich bin schon drauf. So, ich bin schon drauf, Bruder. Ja, wie machst du überhaupt meinen Server-IP? Kann ich dafür, wenn dein Server Pokémon heißt? Ja. Also, ich würde sagen, direkt, ich babbel nicht viel, fang direkt an. So, ich habe auch sehr viel dazugelernt, Digga. Diesmal ist mir egal, ich werde alles zerreißen. Diesmal, ich spiele ohne Probleme Minecraft durch, Digga. Ist mir egal. Ja, machst du bestimmt. Wieso sagst du bestimmt? Glaubst du nicht daran? Ich glaube an gar nichts mehr. Lass einfach mich und meine Leute in Ruhe und mach deine Sache. Was für deine Leute? Lass uns einfach in Ruhe. Wir leben hier im Frieden. Was heißt hier, wie? Scheiß drauf, wenn du irgendein Dorf siehst, lauf einfach weiter. Ich habe aber eins gefunden gerade. Was? Ich habe dir eins gefunden, wo ich gespawnt bin. Ich gehe da jetzt hin gleich. Nein! Oder du kannst nicht in einem Minecraft-Server, in einem Spiel etwas für dich beanspruchen. Geht ja, nicht. Ja, okay, dann mach ich. Geh, ich geh irgendwo anders hin. So, ich sehe dein Dorf, Bruder. Du hast das Dorf genommen, wo es genau beim Spawn ist, Bruder. Natürlich finde ich das. Ja, Digga! Hör auf damit. So, haben wir hier. Was? Was? The fuck, Digga? Was? Digga, warum ist hier im verschissenen Haus ein Bild von dir? Lass uns doch einfach in Ruhe! Ich brauch Brot! Ey! Digga, was machst du da? Wir spielen doch ganz normal, Digga! Ich wusste dich nicht! Ich wusste dich nicht! Okay, ich geh, Digga, ich geh! Ich geh, Digga, oh mein Gott, Alter. Das ist dein Problem. Aber warum hast du überall Bilder von dir drinnen? Ja, das ist eine Regel. Eine Regel? Ja. Was besagt denn diese Regel? Was ist diese Regel? Wenn jemand hier wohnen will, der Hausbewohner muss ein Foto von mir zu Hause haben. Ja, okay. Und wenn das Haus zum Beispiel brennt, müssen die nicht die Haus retten, sondern die Foto. Digga, warte mal, willst du mich verarschen? Wenn ich in deinem Haus, in deinem Dorf lebe und ich bin in deinem Haus, ich hab ein Bild von dir drin. Wenn das Haus brennt, soll ich nicht auf mich gucken, sondern auf dein Foto? Ja. Digga, du bist doch krank, Alter. So Leute, ich habe mich jetzt kurz stumm geschalten. Ich warte jetzt einfach ab, bis es dunkel ist. Dann guck ich mir das mal genauer an, Alter. Schweiter da. So. Ich sollte mich langsam auf den Weg gucken, um zu gucken, was er da im Schilde führt. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab, Alter? Wie viele Zombies kamen da gerade, Digga? What the fuck? Auf jeden Fall. Ich schau mal jetzt ein bisschen. Digga, was ist das? Was ist das, Digga? Warum sind hier so viele? Ich muss... Fuck, Alter. Hier, lass mich mal hier schauen ein bisschen. Ich muss doch hier irgendwas... geben, was ich nicht gesehen habe. Hier auch schon wieder Bilder von dem, Digga, überall. Bruder, was ist denn? Was machst du da, Bruder? Was? Bruder, was machst du da, Digga? Was drehst du den an? Den Arm, Digga, der lebt noch. Digga, ich will den braten, Digga, chill doch. Bruder, so machst du dein Essen? Ja. Baseball, lass mich mal, Bruder, lass doch das arme Schwein in Ruhe, Bruder. Lass meine. Ich hab Ofen mitgenommen. Okay, okay, hier. Lass meine weg. Hier. Bruder, du kannst doch nicht auf den. Das Schwein lebt noch, Digga. Du kannst doch nicht braten. Ja, kann ich. Diese Dorfbewohner tun mir echt leid hier, ja? Meine Mission wird es jetzt sein, Digga, diese armen Dorfbewohner alle von seinem Dorf zu retten. Das kann nicht sein. Guckt euch diesen Tyrann an, Digga. Befreit die jetzt alle. Ja, Umut, ich mache nichts. Ja, ich guck mir mal dein Dorf ein bisschen an, nur. Hör auf damit. Alles gut, Bro? Was alles gut, Bro? So, du bist in Sicherheit schon mal. Was redest du da hier? Nix, Bruder. Alles gut, alles gut. Digga, guck mal. Den muss ich da rausholen, Bruder. Ich glaub, AFK oder sowas. Oh, yo, komm raus, Digga. Oh mein... Oh! 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 Was passiert? Ey, das Haus brennt bei deinem Villager, Bruder. Ich muss... Warte, ich schicke ihn. Ich helfe ihn raus. Raus. Rette dich. Bruder, was für das Foto, das ganze Haus brennt. Bruder, was machst du? Bruder, das Foto, er ist doch am Sterben, Bruder. Ich hab's, Digga. Alles gut, ich häng's an ein anderes Haus auf. Sehr schön, ja. Digga, wie geht dieser Typ mit Villagern in dem Spiel um, Digga? Dieses Foto? Mhm, dieses Foto, ne? Hier mit dem Foto, hier. Dritter da. So, ich hab jetzt einige Dorfbewohner gerettet. Alle raus. Ihr seid alle frei. Raus.
Alle frei. Geht. Seid mir nicht dankbar. Alles gut. Geht. Ihr seid alle freie Menschen jetzt. Vielen Dank. Ich weiß, ich habe einiges für euch getan, aber ihr könnt gerne gehen. Guckt mich nicht an. Okay, die sind alle frei. Ich gehe jetzt zu meiner Truhe einfach. Ich glaube, da, wo ich meine Truhe vorhin hatte, da wollte ich einfach eine Base hin. Hä? Was ist das denn? Meine Sachen sind da, aber was ist das denn, Digga? Herzlich willkommen. Guckt ihr, was ist denn? Das bin ja ich. Ganz genau. Weil ich euch gerettet habe? Wirklich jetzt? Ihr seid mir also dankbar. Ja, Bruder. Ja. Was? Wow. Ich werde eure Freunde noch alle retten. Wartet, passt auf. Ich rette die alle jetzt. Digga, die sind mir dankbar. Ey, Umut. Mhm. Ich komme jetzt in dein Dorf. Wir müssen reden. Über was? Treff mich mal bei diesem, ganz hinten in diesem Schlosshaus. Im Steingebäude. Geradeaus von deiner Base. Treff mich dort. Da hier sind zwei Stück Menschen. Ja, das hintere. Geh da rein, warte auf mich. Ich bin da drin gleich. Warum redest du jetzt auf einmal so? Geh da rein einfach, alles gut. Okay. Ich hab dir gesagt, meine Rache wird kommen für die Dorfbewohner. Du wirst sehen, was ich mit dir machen werde. Ja, wisst ihr. Dritter Tag. Okay, ich werde jetzt die anderen Dorfbewohner befreien gehen. Hä, wo sind denn die Dorfbewohner? Hä? Keine Menschenseele. Hä, wo sind denn die ganzen Dorf... Was ist das denn? Digga, Umut, was ist das? Was ist das? Umuts Ballast, was ist das hier? Oh! Was ist das? Du kommst hier nicht mehr rein! Und wo sind die ganzen Villager? Ja. Ich höre doch die Dorfbewohner irgendwo, du laberst. Nein! Du kommst hier nicht mehr rein! Okay, ich geh. Ja, komm mit hier, Alter. Digga, ich hab irgendwie was gehört unter deiner Base, Digga. Ich hab was gehört, Digga, Moment mal. Hier sind überall keine Dorfbewohner. Aber man hört. Sind die bei dem drinne? Ich höre hier doch irgendwas, Digga. Du kleiner Wichser, Digga! Lass doch mal deine Villager in Ruhe! Du kleiner Wichser! Ich werde die befreien, Digga, du wirst sehen! Okay, Umut, du spielst also mit diesen Fallensachen und so, ne? Okay, werden wir sehen. Digga, ich muss mir einen Plan schmieden, wie ich diese Dorfbewohner bekommen kann, Digga! Was ist das denn? Hast du das gemacht? Was willst du von mir, Digga? Komm! Ja, ich komm doch. Umut, du musst aufhören damit, Digga. Das ist nicht mehr spaßig, Digga. Digga, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Du willst einen befreien, ne? Guck, darfst du den Ding? Befreien ihn doch! Wie kann man... Was? Ja, aber du tötest mich, wenn ich ihn befreie. Ja, okay, dann. Ich bin so, guck hier. Ganz normal. Ich mach gar nichts. Wow! Ja. Oh. Ja, du kleiner Hund, Digga! Oi! Renn um dein Leben! Ja, Leute, es tut mir leid, ja, ich konnte heute nicht mehr befreien. Aber wartet ab, Digga, wartet. Ihr werdet schon sehen. Wow! Was machst du hier, Digga? Geh mal weg, geh weg, alles gut, geh weg, ich mach auf. Moment, nicht reinkommen, aber warte. Ha! Hey, hör zu, Digga. Hör mir ganz genau zu. Wie viel Diamanten willst du, dass du mich in Ruhe lässt? Sag mir. Okay, ich geb dir Diamanten, kein Problem. Warte, was willst du denn? Die Dorfbewohner? Ich kann die töten. Ich töte die. Was machst du? Jetzt hab ich auch Waffen! Es reicht mir! Ich komme jetzt in ein verficktes Dorf und befreie jeden! Machst du nicht! Sofort! Renn! Kommt mit! Hier! Nein! Was machst du? Nein! Hab ich euch schon sonst gerettet, Mann! Nein! Was macht ihr? Hier! Alle sind gestorben. Bruder, ich hab selber keinen Bock mehr. Für was hab ich die gerettet die ganze Zeit? Für nix hab ich euch gerettet. Ihr undankbaren Hunde. Reicht mir mit euch, ja? Vierter Tag. Leute, Umut ist weg. Ich bin so sauer auf dieses Spiel. Ich bin so sauer. Alles hab ich umsonst gemacht. Ich versuche jetzt einfach selber noch irgendwie das Spiel durchzuspielen. Normalerweise, ich bin immer voll empathievoll. Ich will immer für alles Gerechtigkeit. Sogar für Dorfbewohner in einem Spiel, Digga. Aber jetzt
Lauf nicht weg von mir, Digga. Ich krieg werd aggressiv. Lauf nicht weg von mir. Kleiner. Ja, Bruder, und ich hab ihm gesagt, er soll sich raffen. Weißt du, wie ich mein? Aber er wollte nicht hören auf mich, Digga. Oh, shit.